Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Digimobs. Wie ihr seht, mit schönen Shadern. Yay. Mal gucken, wie so schön das so läuft. Ich muss eben meine Mausempfindlichkeit. Ich habe jetzt gerade die alte Maus von Julian oder von Amigo, wie auch immer. Und probiere die mal ein bisschen aus. Weil ich mit meiner doch nicht gerade so zufrieden bin. Das nehmen wir mal mit. Guck ich mal eben. Ich muss mich vielleicht zwischendurch auch mal kurz muten, beziehungsweise ich muss mein Mikrofon runter drehen oder ich drehe mich weg. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es am besten machen kann. Weil ich ein bisschen noch angeschlagen bin, so mit Husten und das ist dann nicht so geil. Wenn man das die ganze Zeit hören würde. Ne. So, nehmen wir erstmal zwei Schwerter mit. Och, wie schön. Leider noch nicht die animierten Wolken. Aber sieht auch schon so ganz schön aus. Da wollte ich schon ewig mal mitspielen mit den Shadern. Oh, guck mal, was ist das denn da? Hingehen und gucken. Wir müssen ja weiterhin am besten Digimobs töten. Leider, natürlich. Damit wir Stuff kriegen, um unser eigenes Digimon zu zähmen. Ich glaube, wir müssen aber die... Ich weiß gerade nicht, welche wir killen müssen, ehrlich gesagt. Guardromon. Ja, das ist wieder so eins, was ewig viel aushält. Zum Glück auch nicht angreift. Aber das lässt dann wahrscheinlich auch wieder ewig viel fallen, aber wahrscheinlich wieder nichts, damit ich irgendwas zähmen kann. Oh, ich kann Critical Hit machen. Ja, dann los. Mech. Gefangen. Das ist ja praktisch. Hätte ich mir vorher gewusst. Dididin. Ich lasse natürlich Gigabyte fallen. Obwohl Terabyte wäre natürlich praktischer gewesen. Hallo. Zack. Federn brauche ich ja auch für... Welchen Typ auch immer. Ach ja, ich mache mal eben wieder... Internet im Hintergrund offen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das so läuft mit den Shadern. Ich habe die gerade einfach mal installiert und dachte mir, ich nehme die mal mit rein. Weil es relativ gut läuft ohne Aufnehmen. Gucken, wie es läuft mit Aufnehmen. Die sollte mitnehmen. Hier gibt es auch Schwarzes, Gelbes, Rotes. Jetzt habe ich keine Spitzhacke gemacht, eine neue. Spitzhacke. Ah! Mit der Maus noch ein bisschen klarkommen. Wie gesagt, ist gerade First 3 mit der Maus. Boah, die brauchen selbst mit der Eisenspitzhacke so lange? Braucht er dafür keine Diamanten, oder? Hoffe ich mal nicht. Nee. Ja, diesmal keine Musik im Hintergrund. Weil ich wohl da noch ein paar Lieder drin habe, die nicht so wirklich ohne Probleme auf YouTube hochgeladen werden können. Und ich ehrlich gesagt habe keine Lust, da rauszusuchen, welche das sind. Deshalb gibt es jetzt erstmal keine Musik, außer die Minecraft-Ingame-Musik, die sowieso schon dabei ist. Ich muss gleich mal eben direkt gucken, ob die angeschaltet ist. Ja, ein bisschen. Oh, das sieht auch lustig aus, gerade hier im Hintergrund. Zack. Die blauen machen wir auch kaputt. Und wenn es geht, auch die schwarzen. Auch die brauchen so lange wie die roten. Oh. Da blendet die Sonne durch den Block. Naja. Was will man tun? Wofür brauche ich nochmal die schwarzen?
Sagt er mir nicht. Bin ich noch im Recipe-Mode? Ja. Black Digizoid. Sagt er mir nicht. Nett. Dankeschön. Große Hilfe. Not enough items. Dann lasse ich es, glaube ich, auch erstmal den Rest hier stehen. Wenn er mir sowieso nicht sagt, wofür ich das brauche. Können natürlich eben hier im Wiki gucken. Hier habe ich einmal noch die Liste offen mit den Taming-Items. Black Digizoid. Digizoid Blocks. Ja, hier steht mir aber nicht, in welchen Rezepten das verwendet wird. Naja. Alles klar. Suchen wir uns mal richtige kleine Digimon, Mobsmon, die auch Sachen droppen lassen, womit wir andere tamen können. Du glaube ich zwar nicht, aber egal. Das erste Mal, dass ich wirklich darauf achte, kritischen Schaden zu machen. Weil es eigentlich hier am meisten bringt. Sonst mache ich doch bei Tieren, was soll ich denn da kritischen Schaden machen? Macht doch keinen Sinn. Zombie? Ach ja, spawnen hier auch Zombies. Also, Mobs halt. Was war denn hier gerade für ein Ding? Wo ist das hin? Habt ihr doch auch gesehen, oder? Da ist noch so ein Dingensmon? Armadillomon. Zack, zack, zack. Lass wieder alle möglichen Sachen fallen. Ach, mein Inventar ist voll. Ja, nice. Da ist ein Gatomon. Lass das auch Stuff fallen. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist, dass die wirklich immer nur einen Schaden machen, die Dinger. Wenn man ganz normal schlecht. Oh, wird das dunkel. Leck mich am Arsch. Ich habe keinen Waypoint zu meinem Zuhause. Warum nicht? Boah, sorry Leute. Ich kann fix mal nach Hause hier. Ich sehe nämlich auch fast nichts mehr. The fuck? Ich hoffe, davon habt ihr jetzt nicht so viel gehört. Oh, da muss ich auch mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwas, irgendeinen Shader kriege, der besser eingestellt ist für nachts. Aua. Klappt euch. Au! Baby-Zombie, Baby-Zombie. Ah, geh weg, geh weg. Stirb. Puh. Ja, Monster ist nearby. Er schießt euch doch endlich. Dankeschön. Immer noch nicht. Au! Aua. Ich glaube, ich werde gleich drauf gehen. Wenn ich in die Erde schlafen kann.
Na, finally. Oh. Sehr gut. Waypoint. New Waypoint. Home. Dankeschön. Oh. Hm. Auch eher so meh. Obwohl, so sieht's ganz gut aus. Naja. Oh. Ikakumon. Meine Fresse. Aber wir wollen ja die Kleinen kaputt machen. Heißt, wir machen uns jetzt mal auf dem Weg. Hier, du gibst, glaube ich, auch, glaube ich, Stuff, den wir brauchen. Eigentlich müssen wir ja Wehmons töten. Wir wollen ja einen Wehmon haben. Also, wo war der Forest of Beginning? Wo war der denn? Ich weiß es nicht. Die sollte vielleicht was essen. Und ich hätte gerade mein Inventar leer machen müssen, wo ich zu Hause war. Entschuldigung. Aber ich kann da nichts gegen tun und ich muss heute aufnehmen. Also. Da. Kommt sowas bei rum. Da ist ein Dschungel. Was ist das denn hier? Amoreier. Nice. Was schmeiß ich weg? Ich schmeiß den Stick weg. Amorei der Liebe. Und die Fackel. Amorei des Wissens. Scheiße. Nice, direkt mal Amoreier gefunden. Wenn ich jetzt noch Platz hätte, würde ich auch noch diese Steg da mitnehmen, aber. Der lässt sich ja auch ganz einfach selbst herstellen. Ich wusste, diese nette. Wald der Anfänge. Ja, Helle, das Video ist so schön, dann sieht das hier aus. Ich mag Shader. Au. Au. Was können wir noch wegschmeißen? Zombie Brains. Brauchen wir nicht. Was bist du denn nochmal? Upamon? Sagt mir nix. Aua. Au. Stonebricks können auch weg. Da ist schon wieder so ein Sonnending. Oh, Angewomorn. Sogar. Stimmt, so ein, zwei Sachen für heilige Dämonen fallen. Hey. Das ist so schnell, wie ein Eisenschwert kaputt geht, ne? Du-du-du-ding. Oh, wir haben schon Terabyte gefunden. Nice. Jetzt sind wir wieder in diesem blöden Biom hier. Ich kann wieder nicht rennen.
Klick, 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 klick. Wie hießen die Dinger denn noch? Was ist das für ein Baum? Zurück zu den Dingern hier. Wie heißen die hier? Andromon. Meine Fresse. Ist das lange her. Und hep. Ah, nicht gesprungen. Was ist denn hier eigentlich alles? Nur diese Türmchen hier immer. Was soll ich denn damit? So viel Digisold brauche ich auch nicht. Und ich kann das auch in irgendwo Höhlen finden. Oh, da kommt ein neues Gebiet. Merke ich doch gerade, spackt ein bisschen, weil die ganze Welt neu lädt. Lass ihn mal einen Moment laden. Oh, das war auch irgendeine der neueren Staffeln. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Oh, Lava. Ja, gut, dann gehen wir hier lieber außen rum. Da ist aber... Ah, da ist ein... Forest of Beginning. Da gehen wir lieber rein. Also ein bisschen noch ein bisschen Fleisch mitnehmen, wenn es geht. Wenn nicht zu sehr gerade hier rumspackt. Ping, ping. Ah, das können wir denn wegschmeißen? Was brauchen wir nicht? Cobblestone. Jetzt habe ich Leder mitgenommen. Leder will ich auch nicht haben. Und das Essen haben. Hammer, 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 hab, 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 hab. So. Oh, hier ist ganz schön viel Kohle. Finde ich immer noch komisch mit dem Sexpack. Naja. Forest of Beginning. Puh, die Eck. Das ist schon wieder die ganzen Eier, ne? Wir haben immer nur Chips für Eier, die es nie gibt. Hep. 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 Ich glaube, ich habe da gerade einen Wemon gesehen. Oder war das nur wieder dieser komische Block hier? Was leider für Blöcke sein sollen. Coco. Ein Coco-Ei.